17. Kapitel, wie Kandid und sein Diener im Lande Eldorado ankamen und was sie dort sahen. Als sie an der Grenze des Ohrlappenlandes angelangt waren, sagte Kachambo zu Kandid, »Sie sehen also, dass es auf dieser Hemisphäre auch nicht besser zugeht als auf der anderen. Glauben Sie mir, es ist das Beste, wir kehren auf dem kürzesten Wege nach Europa zurück.« »Wie wäre das zu machen?« fragte Kandid, »und wohin sollen wir uns wenden? Kehre ich in meine Heimat zurück, so gerate ich in die Hände von Bulgaren oder Awaren, die alles abschlachten. Gehe ich nach Portugal, werde ich verbrannt. Bleiben wir hier, so riskieren wir jeden Augenblick geröstet zu werden. Und wie könnte ich mich dazu entschließen, den Erdteil zu verlassen, auf dem Fräulein Kunigunde lebt?« »Gehen wir nach Cayenne«, schlug Kachambo vor. »Dort treffen wir Franzosen, denn die sind in der ganzen Welt zu finden und sie können uns helfen. Vielleicht wird sich Gott unser erbarmen.« Es war nicht leicht, nach Cayenne zu gelangen. Sie wussten wohl ungefähr die Richtung, aber Gebirge, Flüsse, Abgründe, Räuber und Wilde bildeten überall schreckliche Hindernisse. Ihre Pferde verendeten vor Erschöpfung, ihre Vorräte waren aufgebraucht. Einen ganzen Monat hindurch nährten sie sich von wilden Früchten. Schließlich erreichten sie einen kleinen Fluss, an dessen Ufern Kokospalmen standen. Diese Bäume gaben ihnen mit ihren Früchten neue Nahrung und belebten so auch ihre Hoffnung wieder. Kachambo, der ebenso gute Ratschläge zu erteilen wusste wie die Alte, sagte zu Kandid, »Wir können nicht mehr weiter. Wir sind nun genug marschiert. Dort am Ufer liegt ein leeres Boot. Wir wollen es mit Kokosnüssen füllen, uns hineinsetzen und uns vom Strom treiben lassen. Ein Fluss führt immer in eine bewohnte Gegend, und wenn wir dort auch nichts Angenehmes erleben, so doch wenigstens etwas Neues.« »Also gut«, meinte Kandid, »vertrauen wir uns der Vorsehung an.« Einige Meilen trieben sie zwischen Ufern dahin, die teils mit Blüten bedeckt, teils kahl waren, teils flach und teils steil. Der Fluss wurde immer breiter und verlor sich schließlich in einem Gewölbe ungeheurer, zum Himmel aufragender Felsen. Die beiden Reisenden waren kühn genug, sich auch unter der Wölbung den Fluten anzuvertrauen. Tosend und mit rasender Schnelligkeit trugen sie die zwischen den Felsen eingeengten Wasser dahin. Nach 24 Stunden erblickten sie das Tageslicht wieder, aber ihr Boot zerschellte an den Klippen. Eine ganze Stunde mussten sie mühselig von einem Felsen zum anderen weiterklettern. Endlich öffnete sich vor ihren Augen ein unermesslicher Horizont, umsäumt von unzugänglichen Gebirgen. Das Land war sowohl mit Zier- als auch mit Nutzpflanzen bebaut. Überall war das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden. Auf den Wegen fuhren schön gebaute, prächtige Wagen dahin, die fast wie eine Zierde der Straße wirkten. Sie waren mit großen roten Schafen bespannt, die an Schnelligkeit die besten Pferde von Andalusien, Tetuan und Mekines übertrafen. In den Wagen saßen Männer und Frauen von eigenartiger Schönheit. »Wahrhaftig, dieses Land ist besser als Westfalen«, sagte Kandid. Bei dem allerersten Dorf, auf das sie stießen, setzten er und Kachambo den Fuß ans Land. Eine Handvoll Dorfjungen, die mit zerfetzten Brokargewändern angetan waren, warfen am Eingang des Dorfes mit Steinen nach einer Wurfscheibe. Unseren beiden Reisenden der anderen Welt machte es Spaß, ihnen zuzusehen. Die Steine waren ziemlich groß und rund, gelb, rot und grün und glänzten ganz ungewöhnlich. Kandid und Kachambo bekamen Lust, einige davon aufzuheben. Es waren Goldkugeln, Smaragde und Rubine, deren Kleinster den schönsten Schmuck am Thron des Großmoguls abgegeben hätte. »Die Kinder sind gewiss die Söhne des Königs«, meinte Kachambo. In diesem Augenblick erschien der Schulmeister und schickte die Kinder in die Schule. »Aha«, rief Kandid, »das ist der Hofmeister der königlichen Familie.« Die Bürschchen hörten sofort auf zu spielen und ließen ihre Wurfsteine und was ihnen sonst noch zum Zeitvertreib gedient hatte, liegen. Kandid hob alles auf, lief dem Hofmeister nach und überreichte es ihm ehrerbietig, indem er ihm durch Zeichen zu verstehen gab, dass ihre königlichen Hoheiten das Gold und die Edelsteine vergessen hätten. Aber der Dorfschulmeister warf die Steine lächelnd wieder weg, blickte Kandid einen Augenblick erstaunt an und ging seines Weges.
Die Reisenden hoben natürlich das Gold, die Smaragde und Rubine wieder auf. »Wo sind wir nur?« rief Kandid. »Die Königskinder dieses Landes müssen eine ausgezeichnete Erziehung genießen, da man sie lehrt, Gold und Edelsteine zu verachten.« Cachambo war ebenso erstaunt wie Kandid. Sie kamen schließlich an das erste Haus des Dorfes, das wie ein europäischer Palast gebaut war. Eine ungeheure Menschenmenge drängte sich vor dem Eingang, und noch größer war das Gedränge im Innern des Hauses. Liebliche Musik ertönte und köstlicher Küchengeruch erfüllte die Luft. Cachambo näherte sich der Tür und hörte, dass Peruanisch gesprochen wurde. Das war seine Muttersprache, denn er stammte ja aus Tucumán, aus einem Dorfe, in dem nur diese Sprache gesprochen wurde. »Ich will Ihr Dolmetscher sein«, sagte er zu Kandid. »Kommen Sie nur herein, es ist ein Wirtshaus.« Alsbald erschienen zwei Kellner und zwei Kellnerinnen in golddurchwirkten Kleidern. Ihre Haare wurden von Bändern zusammengehalten, sie luden die Fremden ein, an der Wirtshaustafel Platz zu nehmen. Dann trugen sie vier Suppen, die mit je zwei Papageien garniert waren, auf, einen 200 Pfund schweren gekochten Geier, zwei gebratene Affen von ausgezeichnetem Geschmack, dann je eine Platte mit 300 Kolibris und 600 Fliegenvögeln, auserlesene Ragouts und köstliches Backwerk. All das wurde auf Platten von reinstem Bergkristall serviert, während Kellner und Kellnerinnen verschiedene aus Zuckerrohr zubereitete Liköre einschenkten. Die Tischgäste waren größtenteils Kaufleute und Fuhrleute, alle von ausgesuchter Höflichkeit. Mit taktvollster Zurückhaltung stellten sie einige Fragen an Cachambo und beantworteten die seinen auf das Zuvorkommendste. Cachambo und Kandid waren der Meinung, dass sie ihre Zeche reichlich bezahlten, indem sie zwei der dicken Goldstücke, die sie draußen aufgehoben hatten, auf den Tisch warfen. Der Wirt und die Wirtin brachen in ein schallendes Gelächter aus und konnten sich gar nicht beruhigen. Endlich fassten sie sich wieder. »Meine Herren«, sagte der Wirt, »wir sehen, dass Sie Fremde sind, und zu uns kommen hier nur sehr selten welche. Verzeihen Sie, dass wir lachen mussten, als Sie uns diese Steine von der Landstraße als Bezahlung anboten. Sie haben wahrscheinlich kein peruanisches Geld, aber das braucht man auch gar nicht, wenn man essen will. Alle Wirtshäuser hier dienen der Bequemlichkeit der Handelsreisenden und werden auf Staatskosten unterhalten. Sie haben nicht besonders gut gespeist, denn wir sind hier in einem armen Dorf, sonst werden Sie jedoch überall so aufgenommen, wie es Ihrer würdig ist.« Cachambo übersetzte Kandid die Worte des Wirtes und Kandid hörte sie mit derselben Verwunderung und Verwirrung an, mit der sein Freund Cachambo sie ihm vortrug. »Was muss das für ein Land sein?« sagte einer zum anderen. »Ein Land, das der ganzen übrigen Welt unbekannt ist und wo alles so ganz anders ist als bei uns. Wahrscheinlich ist es das Land, wo alles vortrefflich eingerichtet ist, denn es muss unbedingt ein solches Land geben. Und im Gegensatz zu Meister Panglos Äußerungen habe ich nur zu oft bemerkt, dass bei uns in Westfalen die Dinge herzlich schlecht bestellt sind.«